Hallo Freunde, heute machen wir zusammen einen Obstsalat und zwar mit Rosmarin, Pfeffer und ein paar besonderen Gewürzen. Ganz viel Spaß beim Reinschauen. Hallo ihr Lieben, Sommerzeit heißt Früchtezeit, sprich wir machen einen Obstsalat. Und zwar werden wir den machen mit ein paar Gewürzen. Wir haben hier Pfeffer, Anis, Kardamom, Chili, Vanille, Zimt und so als kleines Special extra werden wir Rosmarino nehmen und von dem schwarzen, kräftigen Urwaldpfeffer auch noch ein klein bisschen was in etwas gröber in den Salat machen. So, fangen wir aber erstmal an. Wir nehmen uns mal etwas Wasser, ungefähr 100 Milliliter, gar nicht viel. Wir probieren es heute mal mit Agavendicksaft statt Honig. Eins. Und zwei Esslöffel, eine schöne Süße. Mal schauen, ob wir gleich noch etwas mehr brauchen. Wir nehmen uns unsere Zimtstange. Einmal so ganz leicht anknacksen. So. Brechen sollte es nicht ganz. Aber da kommt schon das Aroma raus. Vanilleschote, Frucht der Orchideenpflanze. Eins der intensivsten Gewürze, das wir haben. Ein klein wenig das Mark raus. Haubiert war sie schon. Rein damit. So, was brauchen wir noch? Anis, Lakritz. Fruchtiges Sternanis-Aroma. Ruhig einen ganzen vollen Stern da rein. Kardamom. Schönen grünen Kapseln. Ganz fruchtig auch. Sowieso toll in Kombination mit Honig. Wir haben hier unsere ganzen Kapseln. Da drin stecken die schwarzen Samen. Aber alles hat Geschmack. Deswegen kommt auch alles da rein. Chili brauchen wir hier nur ein bisschen Schärfe. Diesmal brauchen wir nicht das Paprika-Aroma. So klappt das nicht. Das heißt, wir brauchen nur ein paar von den Kernen. Schön. So, das reicht schon vollkommen aus, damit das Obst eine leichte Schärfe hat. Also, wir haben hier drin Zimt, Vanille, Anis, Chili und ein bisschen Kardamom. Zwei Esslöffel Agavendicksaft. Und ab die Post. Einmal schön Temperature. So, Rosmarin. Und zwar nehmen wir uns hier mal einen Ast. Gegen den Strunk runterziehen. Ich zeige es euch nochmal. Wir halten den oben an der obersten Spitze fest und ziehen mit den Fingern in die entgegengesetzte Richtung. So. Den Stängel, Entschuldigung, werfen da rein, kochen mal mit aus. Gibt auch Aroma. Ihr wisst, dass ich normalerweise ein Freund davon bin, den Rosmarin, Thymian oder generell Kräuter und Gewürze einmal in Öl anzurösten. Heute werden wir es nicht in Öl anrösten, sondern den Rosmarin trocken in der Pfanne zum Erhitzen kommen lassen. Dadurch kriegen wir nicht so viele Röstaromen. Der verliert aber trotzdem seine Bitterkeit. Hält ein bisschen mehr sein Rosmarinaroma. Und das harmoniert wunderbar mit den Früchten. Wir haben hier heute einfach mal das genommen, was Leckeres im Regal stand. Und zwar haben wir einmal Melonenkügelchen mit einem Parisienne-Ausstecher ausgestochen. Mango, klein geschnibbelt, halbierte Erdbeeren oder geviertelt, je nach Größe. Und Kirschen. Ich liebe Kirschen, ja. Leider haben die so eine kurze Saison. So. Aber tiefgefrorene Früchte sind ja auch schön. Sehr geschmacksintensiv meist. Wow, das
ist geschmacksintensiv. Schwuppdiwupp, Deckel drupp. Übrigens, Schnitttechniken-Video hier oben könnt ihr euch nochmal anschauen. Wie funktioniert denn Hacken, Ziehen, Schneiden, Wiegeschnitt, ohne dass ich mir in die Finger schneide und so, dass es vielleicht noch cool aussieht. Pfeffer, nehmen wir einen richtig kräftigen schwarzen Urwaldpfeffer. Noch gar nicht so viele Körnchen. Der bleibt nämlich ganz grob. Ein, zwei, dreimal mit dem Mörser drauf. Nur so weit, dass wir keine ganzen Kerne mehr haben. Schaut mal, das ist richtig schön grob. Dann geben wir jetzt den Rosmarin in die Pfanne. Pfeffer und den restlichen Rosmarin natürlich auch. Und erhitzen das Ganze einmal. Ruhig auf relativ hoher Stufe und schön beobachten. Jetzt müssen wir wieder mit der Nase arbeiten. Wir riechen quasi, wenn der Rosmarin fertig ist. Mit den Ohren ist nicht ganz so schwer. Vom Sehen sieht man erst, wenn es schwarz ist, von der Nase. Ah, jetzt fängt an, die ätherischen Öle als erstes hochzusteigen. Das sind diese Spitzengeschmäcker. Das wäre, was man, ich sag's immer gerne, auch riecht, wenn man in die Sauna geht. Wenn da einmal so ein Saunakräuteraufguss über die heißen Steine gelassen wird und das verdampft, dann verteilt sich das Aroma ganz schön in der Sauna und diese ersten Spitzenaromen, die so ein bisschen bitter auch sind, wer schon mal in Rosmarin reingebissen hat, in einen rohen, der weiß genau, was ich meine, die gehen jetzt erstmal verloren. Riecht auch so ganz bisschen nach Eukalyptus, Minze. Hier haben wir unsere, oh Gott, unseren Gewürzhut. Es fängt an, ein bisschen weniger zu riechen. Es darf nur nicht verbrennen. Ja. Temperatur ist okay. Dreiviertel-Temperatur ungefähr. Einmal richtig heiß gelassen und dann ein bisschen runterstellen. Es kritzelt noch ein bisschen in der Nase. Ähnlich wie beim Essig, solange das noch der Fall ist, würde ich den Rosmarin noch nicht dazugeben. Wir lassen den hier durch trockene Hitze erstmal schön werden. Dürfte aber fast soweit sein. Wir geben jetzt erstmal unser Obst in die Schüssel. Die Mango und die Melonenbälle. Ja! Keine Spitzenaromen mehr, ganz leichtes Rosmarinaroma, ist noch keiner dunkel. Bevor noch was kaputt geht. Erdbeere, Kirsche und einfach weil es so lecker ist. Bisschen Limettensaft. Früchte sind zwar süß, aber ein kleiner Top noch. Bisschen was von dem frischen Agavendicksaft. Oh Gott! Das ist so intensiv. Dafür riecht das hier schon ganz leicht sogar nach Rosmarin. Und jetzt lassen wir das mal richtig kochen, dass das ganz, ganz, ganz intensiv wird. Was ist denn dein Lieblingsgewürz?
schreibt mir doch hier unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen, das zu lesen. Und vielleicht machen wir dann demnächst auch mal ein Video damit. So. Jetzt duft's richtig herrlich ausgewogen. Wie ihr seht, der Sud ist ganz dunkel. Der hat ganz viel von dem Zimt angenommen und von der Vanilleschote, das Anis, ein paar von den Chilikernen lasse ich hier auch noch mit rein fluppeln. Jetzt ist der natürlich ganz leicht warm, deswegen einmal kräftig rühren. Im Abgang das leicht würzige von dem Rosmarin, frische Süße, tolles Bouquet am Ende, wenn so die Limette kommt und auch noch die Schärfe von dem Pfeffer. Oh, das will ich direkt noch mal probieren. Cool. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Probiert es unbedingt mal aus. Rosmarin und der Pfeffer passen genial in den Obstsalat. Frische Gewürze, vor allem für mich, sind natürlich der absolute Knaller. Die Schärfe, jetzt gerade entwickelt sich das alles. Ich würde das noch mal 10 Minuten stehen lassen und dann ist das wirklich auf dem Punkt. Den Kanal abonnieren nicht vergessen. Denkt dran, jeden Montag aufs Neue. Schelzens Küchenglück. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, einen grandiosen Sommer und bis zum nächsten Mal.